Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil 3, das Remake. In der letzten Folge sind wir aus der Kanalisation gekommen und mussten uns den Nemesis stellen, die jetzt bis jetzt eigentlich nur als Kreatur bekannt ist. So, wir sind dann jetzt auf dem Weg wieder zurück zur U-Bahn-Station. Und sind in diesen Waffenladen rein, wo wir dann auf ein bekanntes Gesicht aus Resident Evil 2 getroffen sind. Und naja, wir wissen im Grunde genommen genau, was passiert ist mit ihm. Jedenfalls wollte ich jetzt nochmal rausgehen, das Gebiet hier draußen nochmal ein bisschen genauer erkunden. Weil ich hier noch nicht alles gefunden habe. Hier ist ein Schloss. Kann ich das mit einem Dietrich aufmachen? Nee. Ich weiß nicht, ob das... Okay, das funktioniert auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie man das Ding aufkriegen soll. So, ich guck mal hier unten. Hier ist die Polizeistation von Raccoon City. Stimmt ja. Für die Polizeistation. Wahrscheinlich muss ich mich jetzt noch gleich ein Stückchen durch die Polizeistation kämpfen. Nehme ich mal stark an. Würde mich jedenfalls nicht wundern. So, jetzt muss ich ausweichen. Ja, und da muss ich mit Sicherheit irgendwann mal da rein. Na gut. Wir gehen weiter. Und der Kendo sagte in der letzten Folge, der Waffenschmied, dass wir hier den Schlüssel nehmen sollen. Um halt mit der Seitenstraße weiterzugehen. Okay, hier ist alles zu. Wissen ist die Tochter von dem Waffentypen, ja, naja, infiziert. Ah, okay, hier kann ich den Schlüssel benutzen. Natürlich lebst du, mein Freund. Oh Gott. Er ist auch noch hier. Was ist denn hier los? Erstmal safe wieder. Hier nach oben geht's nicht wegen dem Müllberg. Dann. Wir sind jetzt gelandet. Oh, hier ist ein Bubblehead. Nein. Mhm.
Frag mich, wie viele Bubbleheads es gibt. Jetzt wahrscheinlich raus. Okay, ich will aber nicht raus. Mal gucken, was ich hier noch finde. Artikel und irgendwas hier Dings. So, Lockpick. Tiefmunition, okay, kann man brauchen. Mal ab und zu. Recon City Times Leserbriefe. Guten Tag, ich schreibe Ihnen, weil ich sehr, sehr besorgt bin. Alle Eltern wissen, dass die Crystal Promenade der ideale Ort ist für einen Samstagsausflug. Promenade, so. Für einen Samstagsausflug mit den Kids in der Innenstadt ist. Und keiner der Läden da. Was? Keiner der Läden da ist beim beliebter. Achso, keine Läden da ist beliebter. Klammern. Und wenig schwerer auf den Geldbeutel der Eltern. Da Toy Uncle, jedoch habe ich bemerkt. Achso, als Toy Uncle. Jedoch habe ich bemerkt, dass die große Statue über dem Eingang an windigen Tagen so sehr wackelt, dass man denkt, dass sie werde nur mit einer Handvoll Schrauben da festgehalten. Sollte sich der Kopf dieser Statue eines Tages an meinem geschäftigen Tag losreißen, würden viele Kinder schwer verletzt werden. Ich habe mich bereits dreimal bei dem Manager beschwert, aber er weigert sich, etwas zu unternehmen. Sollen wir also warten, bis ein schrecklicher Unfall passiert, bevor wir handeln? Nein. Wenn schon Köpfe rollen müssen, dann bitte eines des Managers. Diese Todesfalle da oben muss endlich runter. Promenade, Kopf, was? Nicht irgendein Hinweis auf irgendwas, was ich hier noch machen muss. Oder später machen muss. Warum sonst sollte sowas da irgendwo zu lesen sein? Busch. Also ruhig geworden hier. Uffa! Willst du mich doch verarschen, Digga? Ein Raketenwerfer? Echt jetzt? Auf, chill. Auf, solange du noch kannst. Schon. Noch gesagt, es ist verdammt ruhig geworden. Ich habe eine Warnung. Dann humpelt sie extra so.
Ah, hier bin ich jetzt. Jill, noch da? Ich glaube, ich weiß, wie man ihn aufhalten kann. Komm zurück zur Station. Und führ ihn direkt zu euch? Schon okay. Vertrau mir. Bin ich mal gespannt. Brennt denn schon wieder alles? Wir sind keine Zombies mehr hier. Ja klar, ist ausgerechnet ich an dieser Stelle jetzt sterbe. War ja irgendwie abzusehen. Okay. Fast wie bei Indiana Jones. Schau mal, er ist wieder da. Wie war das denn? Nicht auf mich. Oh, der war doch gerade noch hinter mir. Nichts wieder aus hier. Puh. Ja, jetzt müssen wir irgendwie ein bisschen Lebensenergie gebrauchen, bevor wir hier weitergehen. Carlos, ich weiß, wir hatten keinen tollen Start, aber danke für die Rettung. Hey, du hast mich zuerst gerettet. Du bist einiges mutiger als ich. Also, was zählt ist, dass wir jetzt alle aus der Stadt bekommen. Ja, dann bist du sicher. Was ist mit dir? Wie es aussieht, werde ich die Bahn nicht nehmen. Wieso nicht? Es kommen neue Befehle. Wenn das hilft, die Stadt zu retten, macht mir das nichts aus. Gute Arbeit. Dein Ruf ist wirklich verdient. Steig ein. Die U-Bahn fährt gleich ab. Carlos, Tyrell, ihr habt eure Befehle. Ihr müsst wieder raus in die Stadt und Nathaniel Bark finden. Das ist nicht der letzte Zug raus, oder? Keine Sorge. Sobald die Zivilisten sicher sind, kommt die Bahn zurück. Schon gut, geh ruhig vor. Ich gehe schon nicht drauf und lasse dich in der kalten Welt ohne Carlos zurück. Okay. Ihr müsst diesen Forscher finden. Sein Impfstoff könnte uns alle retten. Siehst du? Du lernst. Nur dein eigenes Leben ist wichtig. Viel Glück. Abfahrt!
glaubst nicht wirklich, dass ein Schreibtischtäter wie Bart noch lebt, oder? Angeblich tut er das. Warum? Sorgst du dich um deine Kollegen? Oder was anderes? Komisch, dass hirnlose Zombies einer Kolonne so auflauern konnten. Komisch, dass das Tor verschlossen war. Meinst du nicht? Was war das? Wieso ist dieses Arschloch nicht tot? Nein, lass es. Komm, hier lang. Nikolai, was machst du? Er ist nicht hinter mir her. Nikolai! Ist eine Weile her. Die U-Bahn müsste aus der Stadt raus sein. Mit deinem heißen Date? Ach nee, so eine ist sie nicht. Sie ist ganz anders. Okay, wir halten klaren Kopf, Romeo. Hier ist die Polizeistation. Ganz sicher? Sieht mir eher wie ein Friedhof aus. Ich bin bereit für diesen Chaos. Bitte, Messer, Methode, Gewehr. Okay, und mehr als genug Munition. Eigentlich mehr als genug Munition. Mann, die hier. So besser wie zwei. Mist, verschlossen! Bleib bei der Tür! Ich erledige den hier! Komm doch her! Hartnäckig. Brad Vickers. Er gehört zu Stars. Das könnte nützlich sein. Wo ist der Kopf hin? Weiß nicht, mir egal. Erledigen wir den Job. Wenn unsere Infos noch stimmen, dann ist Bart im Stars-Büro. Finden wir ihn und nehmen ihn in Gewahrsam. Gewahrsam? Ich dachte, das ist eine Rettung. Carlos, sieh dir das an. Hab das Stars-Büro gefunden. Denk dran, Bart hatte Zugriff auf Umbrellas dunkelste Geheimnisse. Er weiß, dass wir ihn in unsere Gewalt bringen wollen. Also ist diese Such- und Rettungsmission eher finden und festnehmen. Okay, gut zu wissen. Ich mach's Tor auf, dann kannst du durch. Du bleibst hier und findest raus, was in der Station los war. Ich sag dir, wenn ich was finde. Hey, sei vorsichtig. Ja, du auch, Mann.
Speichern. So. Der war doch eigentlich hier. Oh, okay, grüne Pflanze mitnehmen. Wollen wir gebrauchen. Immer schön Feuer. Hier wird wahrscheinlich dicht sein. Das ist mal eine seltsame Tür. Lass sie. Wir sind wegen Bart hier. Bereich ist sicher. Hier ist eine Tür. Nee, hier geht's ja nicht weit. Wohl? Weit rum? Ja, natürlich nicht. Natürlich, verriegelt und verrammelt. Ja, gibt es hohe Munition. Na gut. Was denn? Eine Notiz zur Sicherheitsrichtlinie zur ID-Karten. 16. September 1998. An jedes Mitglied der Truppe wurde eine ID-Karte ausgegeben. Mit dieser Karte können Sie ab heute alle Aufbewahrungskisten öffnen. Teilen Sie diese Karte nicht aus und verwahren Sie sie sicher. Wenn Sie diese Karte verlieren, wird der Verlust ist der Verlust umgehend zu melden. RPD Gebäudemanagement. Piep, piep. Sturmgewehrmunition. Das, mein Freund, war wahrscheinlich ein Licker. Das war kein Zombie. Gibt ja noch. Geht wieder los. Noch einer. Gott. War schon bessere Tage zu gehen.
muss aber, glaube ich, nicht den Weg laufen, den es in Resident Evil 2 gab. Da musste man, glaube ich, nämlich nach da oben hin und hier war nämlich alles, ja. Hä? Okay. Geht das schon ab? Granate, nehme ich gerne mit. Hä, wieso ist denn die Kette da ab? Die Kette war doch noch gar nicht als dran. Resident Evil 2 spielte schließlich erst nach diesen Geschehnissen hier. Was? Achso, Gewehrmunition. T, bist du da? Da ist was echt Übles hier drin. Keine Ahnung, was das ist. Was echt Übles? Na gut, ich schau mit den Kameras. Pass auf dich auf. Doch einfach liegen. Ja, komm her. So, als wenn man auch auf dieser Pistole irgendwas draufschrauben könnte. Du lebst also noch. Nicht mehr. Hoffe ich. Mist. Verschlossen. Was wir drin finden. Ein Zielfernrohr für das Sprengewehr. Packen wir noch. Hey. Das packen wir mal direkt hier drauf. Hier. So. Ah. Du solltest nicht mehr so schnell aufstehen. Hier gibt es noch so viel zum Lesen, aber es ist sowieso jetzt wieder Zeit, diese Folge zu beenden. Warte mal, der stört jetzt gerade meine Abmoderation. Hier einfach liegen bleiben. Oh, Ruhe da, ich muss abmoderieren. So, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Resident Evil 3. Bis dahin, ciao.